Augsburger Weihnachtsmarkt eröffnet bald. Der Winter rückt näher und die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Für eine festliche Stimmung sorgt ab dem 26. November wieder der Duisburger Weihnachtsmarkt. Die Aufbauphase hat bereits begonnen und die Innenstadt wird in ein buntes Lichtermeer verwandelt. Ob gemütlich einen Glühwein trinken, durch die Kunsthandwerkstände stöbern oder eine Runde mit dem Riesenrad fahren. Hier ist für jeden etwas dabei. Besonders die Kinder werden dabei angesprochen. Sie können Märchen, Erzählungen in einem Zelt lauschen oder sich auf der Stadtwerke-Eisbahn austoben. Außerdem sorgen der Duft von Glühwein und Reibekuchen und die vielen geschmückten Holzhütten für eine weihnachtliche Atmosphäre. Vorfreude zeigt sich da auch bei Duisburg-Kontor-Geschäftsführer Peter Joppa. Ich freue mich besonders zum einen auf dieses Zelt mit der Märchentante. Das finde ich eigentlich immer toll, wenn so mal Kinder mit glänzenden Augen dann eben zuhören können. Das ist auch für die Eltern schön, die dann vielleicht in der gleichen Zeit über den Weihnachtsmarkt bummeln können. Ich freue mich wieder auf die Almhütte. Das ist in den letzten 2 Jahren ja sehr gut gelaufen. Eine Empfehlung, auch wenn man mit einer Gruppe hingeht, doch besser mal vorzubuchen, anzurufen, weil die Hütte sehr gut ausgelastet ist. Die Eisbahn finde ich persönlich auch prima, auch wenn ich nicht Eislaufen kann, aber ich sehe es ganz gerne. Ja, und das eine oder andere, sich mit Freunden treffen, vor allen Dingen auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist so mein persönliches Highlight. Wer also mit Freunden oder der Familie die Vorweihnachtszeit genießen möchte, ist auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt genau richtig. Aurelis erwirbt Gewerbeimmobilie in Duisburg-Homberg. Das Immobilienunternehmen Aurelis konnte in Homberg eine Gewerbeimmobilie erwerben. Diese befindet sich im Gewerbepark Rheinpreußen und verfügt über insgesamt 17.400 Quadratmeter Hallen- und Büroflächen. Verkäufer der Fläche ist das Unternehmen Deutsche Erdöl AG aus Hamburg. Die Gewerbeimmobilie befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Rheinpreußen und besteht insgesamt aus 2 Bauteilen. Diese wurden in den Jahren 1990 und 1991 errichtet. Die Immobilie ist nicht nur die erste dieser Art, die von der Aurelis in Duisburg erworben wurde, denn erst im letzten Jahr hatte das Unternehmen eine Unternehmensimmobilie im Businesspark Asterlagen in Duisburg-Rheinhausen angekauft. Die Aurelis entwickelt marktgerechte Optimierungskonzepte für Mietflächen und Objekte und setzt diese mit bestehenden und neu gewonnenen Mietern gemeinsam um und verbessert so die Vermietungsquote. 5,8% mehr Geld für Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft. Für die rund 170 Beschäftigten der sogenannten grünen Branchen in Duisburg gilt ab sofort ein neuer Lohn. Im November verdienen Arbeitende in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau von nun an 9,10 Euro pro Stunde. Das sind 5,8% mehr als bislang. Damit stehen am Monatsende knapp 87 Euro zusätzlich auf dem Lohnzettel der grünen Arbeitnehmer. Die IG Bau Duisburg-Niederrhein will, dass vor allem Saisonarbeiter von dem ansteigenden Lohnplus profitieren. Dritter Schauinslandreisen Lichtermarkt. Nach den sehr erfolgreichen Lichtermärkten in 2015 und 2016 startet am ersten Adventwochenende nun der dritte Lichtermarkt. Vom 1. bis zum 3. Dezember verwandeln sich die Kraftzentrale und der Außenbereich vor der Kraftzentrale des beliebten Kunsthandwerkermarktes in ein buntes Lichtermeer. Der Ticketvorverkauf zum Lichtermarkt ist bereits gestartet. Erhältlich sind die Eintrittskarten für 4 Euro bei der Touristinformation Duisburg auf der Königstraße 86 und im Besucherzentrum des Landschaftsparks Duisburg Nord. Weitere Informationen zum Schauinslandreisen Lichtermarkt gibt es unter www.lichtermarkt.ruhr. Volkshochschule Duisburg diskutiert über Umweltschutz. Am 15. November gibt es einen Vortrag an der Volkshochschule im Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 in Stadtmitte zum Thema, wie die Menschen ihren Geldbeutel und die Umwelt schützen können. Außerdem geht es auch um die Digitalisierung und wie diese unser Leben verändert und es künftig noch tun wird. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr und endet gegen 21.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Weitere Informationen gibt es am Telefon unter 0203 283 3220 oder unter 0203 283 2340.
Heiter bis wolkig mit Werten bis zu 9 Grad. So zeigte sich heute das Wetter in Duisburg. Morgen ist der Himmel meistens grau. Bei 5 bis 9 Grad bleibt es insgesamt trocken. Auch am Donnerstag dominiert eine dichte Wolkendecke. Die Sonne lässt sich daher nur selten blicken. Das Thermometer erreicht 7 bis 10 Grad. Am Freitag wird es nass. Die Sonne versteckt sich hinter ganz dicken Wolken und die Temperaturen erreichen höchstens 11 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Liebe Autofahrer, seien Sie wachsam, denn auch morgen sind die Ordnungshüter im Einsatz und überwachen die Geschwindigkeit. Geblitzt wird unter anderem auf der Hamborner Straße in Althamborn und auf der Lüneburger Straße in Neumühl. Und Baustellen behindern die freie Fahrt. In Beckerwerth ist der Verkehr im Straßenzug A-Straße gestört. Die umfangreichen Straßensanierungsarbeiten zwischen der Heimersheimer Straße und der Waldpforzheimer Straße werden voraussichtlich bis Mitte November andauern. In Neumühl ist zudem die Gerstraße ab Oskarstraße in Fahrtrichtung Lilienstraße als Einbahnstraße ausgeschildert. Grund dafür sind Arbeiten an der Gasleitung. Fußgänger und Radfahrer können dem Baustellenbereich passieren. Die Arbeiten werden hier voraussichtlich bis Mitte Dezember dauern. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.